Deutschland im The Voice Fieber. In dieser Show treten 2023 die besten Stimmen des Landes an. Willkommen bei The Voice. Dankeschön. Du bist eine Rampensau. Neue Staffel, neue Regeln und komplett neue Coaches. Who the hell could that be? Sachen gibt's. Und Shirin David lieben wir. Signorina, un espresso, per favore. Grazie. Giovanni Zarella. Die Kaulitz-Brüder. Ronan Keating und Shirin David. Friede, Freude, Eierkuchen unter den Coaches? Der Schein trügt. Meine Güte! Habe ich die mitgebracht? Team Toll, Team Toiletta. Hier. Erst waren wir Feinde, jetzt sind wir Freunde. Frenemies. Hier brodelt es aber ganz schön. Der irische Sänger Ronan Keating ist nicht nur hit-erprobt, er saß auch schon in Australien und UK auf dem Drehstuhl der Musikshow. Buzzern sollte also gelernt sein. Seine Strategie: Vitamin B. Let's get her on the phone and you can say hi. You like it? Everybody say hi to Anastasia. Ein Superstar auf der Kurzwahltaste. Die Kaulitz Twins sind extra von Übersee eingeflogen und wollen mit der Rockstar-Strategie pumpen. Bei uns kriegt man auch gleich den Rockstar-Lifestyle dazu. Champagner, Limousinen, Hotelsuiten, Schmuck, Afterparty. Bei der Lifestyle ist die halbe Miete, Leute. Ja. Shirin David hat ihre Fancrowd online und im Studio im Rücken. Die Musikerin setzt auf die Community-Strategie. Ihr habt das tolle Jet-Set-Leben, aber weißt du was, ich habe eine Community. Könnt ihr mal bitte leer machen? Giovanni als Vollblut-Italiener hat einen anderen Plan in petto. Er hofft, mit ganz viel Amore das Herz der Talents zu erobern. Seine Strategie: über La Familia die Stimme der Talents zu gewinnen. La Familia! Wer ist da die Mama? Das sind alle aus die Schwester. Sie sind die Mama. Gibt's doch gar nicht. Signora. I mean, he's going deep. He's going deep. Ich würde mich sehr freuen, Sie in mein Team zu holen. Sehr. Oh mein Gott, wir gehen da durch. Giovanni ist nicht nur Schwiegermuttis Liebling. Jetzt geht er wieder zum Papa hin. Ich fass es nicht. Vertraut mir euren Jungen an, Giovanni. Gebt mir euren Jungen in meine Hände, ich verspreche euch. Wie der singt, der gehört auf die große Show. Ich bringe ihn zu mir in meine Sendung, auf die große Samstagabendshow. Giovanni ist im Charme-Amore-Modus. Bevor er die Schleimspur ausweiten kann, geht Shirin in die Gegenoffensive. Auf ihre Art. Das ist Angst. Angst ist das. Pure Angst. Ich brauche sie in meinem Team. Welche Strategie ist wohl die erfolgreichste? Doch es gibt noch einen weiteren Gamechanger in der Staffel. Eine noch nie dagewesene Option. Die Coaches dürfen sich nämlich untereinander blockieren, sodass sich ihre Mitstreiter nicht umdrehen können. Ich würde euch auch gerne mal eine Frage stellen. Ja. Wer war das? Ich weiß es auch nicht. Das ist dein neuer Name einfach. Achso, also Giovanni, Bill, Tom, Block und Ronan. Und Ronny. Dreimal dürfen die Coaches Blockjoker ziehen. Im Kampf um die besten Talente ziehen sie alle Register. Und ich catche, wo du hinfällst. Ob die beiden damit imponieren können? Der Kampf um die besten Stimmen Deutschlands geht morgen in die nächste Runde. Giovanni ist jetzt schon bei uns. So, ich gehe auch zu Giovanni. Giovanni, ja. Jetzt seit drei, du willst nicht wissen, wie ich singe, deswegen lassen wir das. Das klären wir ein andermal. Aber du bist jetzt seit 3 Wochen dabei.
Wie ist so, was ist so dein Eindruck bislang? Und was hat dich bislang beeindruckt? Ja, natürlich am allermeisten die Talente. Das Spannendste war auf jeden Fall das Kennenlernen der anderen Coaches. Wir kommen ja alle aus ganz verschiedenen Ecken und haben einen ganz anderen musikalischen Background. Das war am Anfang sehr, sehr spannend und wirklich dann das Kennenlernen der Talente. Also zu sehen, wer traut sich auf die Bühne, wer singt davor, was hat das Talent für Ambitionen, bis wohin möchte es gehen und was bringt es auch mit. Das sind die ganz, ganz großen, die ganz besonderen Momente. Und sobald da jemand singt, überlegst du schon beim Umdrehen schon, was wende ich jetzt für eine Taktik an? Also du versuchst in wenigen Sekunden zu verstehen, was das Talent möchte und ob du das auch abliefern kannst. Gibt es auch was, was dir Schwierigkeiten bereitet hat? Du bist ja so ein Strahlemann und man denkt so, es flutscht alles. Aber gibt es irgendwas, wo du auch dachtest, Ja, natürlich. Also ich hatte anfangs einfach wirklich große Schwierigkeiten, auch Talente in mein Team zu bekommen. Und das geht an Menschen, die mir jetzt, der jetzt ja auch schon so gute 20 Jahre in dem Business ist, auch nicht einfach so dran vorbei, wenn du halt das Gefühl hast von, Mensch, die wollen nicht in mein Team kommen. Was mache ich falsch oder was kann ich besser machen, damit die zu mir kommen? Das hat mich am Anfang schon wirklich beschäftigt. Das ist auf jeden Fall ein großes Experiment gewesen, auch von The Voice. Deswegen habe ich mich da sehr für das und über das Vertrauen einfach gefreut, dass man mich da dazu nimmt und das mit mir probiert, weil ich ja auch schon auch ein Quereinsteiger bin da, ne? Also man hat ja bisher auch immer die große Popmusiker dabei gehabt und ich komme einfach auch aus einem anderen Genre und meine Musik, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, war einfach etwas konservativer und ich finde es super, dass man sagt, die Musik ist breit, Musik geht von Bon Jovi eben bis hin zu Helene Fischer und dazwischen passiert ganz, ganz viel. Und jetzt finde ich es auch schön, dass bei The Voice all diese Facetten auch gezeigt werden. Auf der anderen Seite kannst du ja auch sagen, du hast einen Bonus, weil vor 22 Jahren hast du selber an so einer Castingshow mitgemacht, Popstars hieß es. Dann warst du Mitglied bei Broses. Hast du dadurch nicht vielleicht auch einen Vorteil den anderen gegenüber? Der große Vorteil, den ich dadurch habe und darüber habe, ist, dass ich genau weiß, wie es den Talenten geht. Dass wenn ich sage, ich weiß, wie du dich gerade fühlst, dass es auch so ist und dass ich diesen ganzen Weg schon mal mitgegangen bin, als einer der ersten, letztendlich dann auch Künstler Deutschlands. Also vor uns 2000 gab es die No Angels und 2001 kamen dann Broses. Wir waren also die ersten gecasteten Musikmänner in dem Fall auch. Wir waren ja eine gemischte Band. Davor gab es ja die Girlband No Angels. Und das ist halt einfach schon ein großer Vorteil gewesen, dass ich das schon so früh miterlebt habe, was es bedeutet, durch so ein Casting zu gehen. Was mir aber wirklich persönlich sehr, sehr wichtig ist, und ich glaube, das haben die Talente auch verstanden, ist nicht nur die Zeit während der Voice, mir ist auch wichtig, dass wir das Talent auch danach oder die Talente, in denen wir etwas Großes sehen, etwas Besonderes sehen, dass wir die auch danach weiter betreuen und auch weiter begleiten. Denn das muss das große Ziel sein von so einer Castingshow, zu sagen, wir wollen auch danach wirklich große Künstler auf die großen musikalischen Bühnen der Welt bringen. Und das ist mein großes Ziel bei der Sache. Was mich tatsächlich persönlich auch noch mal interessieren würde, was passiert eigentlich nach Sendungsschluss, also mit den Coaches? Geht ihr danach noch einen trinken oder geht ihr getrennte Wege, weil ihr einfach mega Konkurrenten seid? Nein, also wir sind während der Show, wird es auch manchmal schon etwas ruppig, kann man schon sagen, auch dass man so ein bisschen, hey Mann, jetzt doch, warum sagst du, dass ich gelogen habe? Ich habe doch nicht gelogen, ich habe es doch wirklich so gemeint. Man ist dann schon so ein bisschen angefasst, wenn man Talent möchte, weil man die Besten einfach ganz weit nach vorne bringen möchte. Das ist ganz klar und auch bei sich im Team haben möchte. Wir haben das alle wirklich auch sehr, sehr sportlich genommen und auch mit viel Ehrgeiz und mit viel Lust auf das Thema. Wir haben wirklich ein tolles Verhältnis. Also an einem der ersten Tage habe ich die ganze Bande eingeladen. Wir waren gemeinsam essen in Berlin in einem schönen Lokal. Und Ronan und ich sind im selben Hotel abgestiegen. Und wir waren jeden Morgen zusammen im Gym. Und wenn er etwas später kam, habe ich ihm dann auf so eine Tafel, die da war, draufgeschrieben, was ich schon gemacht habe und was er noch machen muss heute an Übungen. Also wir haben wirklich eine gute Zeit. Und ich muss sagen, es gab diese Momente auch des Kennenlernens. Ich und Shirin zum Beispiel, wir kannten uns gar nicht. Und da war ich super gespannt, was da passiert. Und mittlerweile ist sie eine der geschätzten Kollegen, die ich bisher kennenlernen durfte in der Branche. Ich bin so begeistert von ihr, wie sie spricht, wie sie den Talenten zuspricht, was sie für Know-how hat. Also alle, die man da ganz wunderbar sehen kann, Ronan, Shirin und auch Tom und Bill, alle haben da ihren Platz zurecht und sind wirklich großartige Coaches. Okay, ganz kurz noch, wie schätzt du deine Siegchancen ein? 25,
Prozent zu 25 Prozent zu 25 Prozent. Okay, sehr diplomatisch geantwortet. Ich habe auch ein paar gute Talente, wirklich. Und gerade die Show morgen bringt auch nochmal ein richtiges Brett mit sich. Morgen Abend auch um 20.15 Uhr wieder geht's weiter. Das wird auch nochmal richtig spannend. Und dann am Freitag ja auch wieder. Aber gerade die nächsten zwei Tage ist auch nochmal richtig Competition. Da geht es nochmal richtig zur Sache. Also wer Zeit und Lust hat, unbedingt einschalten. Jetzt passiert noch ganz... Ja, ein paar Knaller haben wir schon noch bereit. Alles klar. Giovanni, ich danke dir für deine Zeit, dass du die für uns genommen hast.